Ich glaube, er hätte jetzt aber auch tatsächlich anrufen können und fragen, ob wir das Stadion streichen. Ich hätte auch ja gesagt. Ich war jetzt so lange nicht hier, ich bin richtig auf Entzug. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dennis kocht. Heute machen wir die Ruhrpott-Küche wieder attraktiv. Und zwar habe ich mir heute eingeladen, die 257er. Ich applaudiere für uns. Heutzutage muss man sich leider selber feiern, aber das kann ja auch mal Spaß machen. Schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns, hi. Ich habe gedacht, was könnte es Authentisches geben, als wenn wir zusammen Frikadellen mit Kartoffelsalat machen. Kriegt man ja eigentlich nicht mehr so lecker irgendwo. Perfekt. Nee, das stimmt. Einfach so mal eben holen kann man das nicht, leider. Deswegen machen wir es selber und für euch da draußen zum Nachkochen. Was wir natürlich als erstes brauchen, sind die Kartoffeln. Und die Kartoffeln kocht man in Salzwasser, dann muss man die pellen und abkühlen, da wir den Kartoffelsalat ja mit Mayonnaise machen. Das habe ich euch tatsächlich erspart und habe die Kartoffeln schon mal gekocht. Ah, guck mal. Sehr gut. Kartoffeln schälen ist auch nicht so überhaupt gar nicht mein Ding. Einer könnte von euch beiden anfangen mit dem Hack hier und einer kann hier schon mal die Kartoffeln schnibbeln. Dann ein kleines Messer hast du im Messerblock. Cool, Kartoffelsalat. Ist tatsächlich wie bei meiner Mutter mit Fleischwurst und so und Gurke. Ich bin ja mehr der Essigfreund. Ist das aber so? Aber meine Mutter macht den auch immer so, ja. Aber du wirkst sicher am Messer. Kochst du viel? Ja, schon. Also wir beide sind, glaube ich, ja, wir kochen relativ gerne viel am Kochen. Also ja. Tatsächlich. Wie hättest du die denn gerne? Geviertelt und dann so ein Stückchen oder noch kleiner? Das sieht sehr, sehr gut aus. Und dann kocht ihr für die Familie oder für Freunde? Oder ja, für die, ich koche überwiegend für meine Frau und meinen Sohn tatsächlich. Ja. Genau, zwei Eier auf die Masse. Also die Gewürze sind quasi schon mal hier so abgefüllt, dass genau. Ich alles reintun kann. Wir haben alles dabei, genau. Paniermehl kommt da rein, Pfeffer kommt da rein, Senf bitte nicht alles, da reichen so zwei Löffel. Ich wollte auch noch dicke Bohnen dazu machen. Eigentlich brauchen wir ja Zwiebeln für die Frikadellen, Zwiebeln für die dicken Bohnen und Zwiebeln für den Kartoffelsalat. Ne? Ja, cool, ich freue mich. Ist auf jeden Fall ein Zwiebelgericht. Echt, Zwiebeln super geil. Ja, Zwiebeln sind geil. Das Problem ist das Schneiden der Zwiebeln. Wie ist das für euch, wenn ihr auf Tour seid? Gibt es da irgendeine Tradition? Gibt es irgendwas, was ihr sagt, so das essen wir immer, wenn wir am Start sind? Oder? Tatsächlich, ja. Wir haben immer so einen Rider, mit dem wir rumschicken, wo dann die Veranstalter sehen, was wir ungefähr essen wollen. Und die nehmen meistens die Beispiele. So wie Spaghetti Bolognese, also so ein Nudelgericht. Aber was ganz leichtes. Relativ leicht, relativ leicht. Leicht ist das nicht. Und dann Salat dazu und so. Und abends gibt es eigentlich immer Rouladen, weil die halt auch als Beispiel auf unserem Rider stehen. Und die Leute machen sich's einfach und nehmen immer das Beispiel. Wie geil ist das denn, ey? Ihr seid auf Tour und dann gibt's Rouladen. Ja, tatsächlich haben wir sehr oft Rouladen. Ja, also teilweise auch einfach so ortsgebunden. Ne? In Stuttgart kriegt man oft so Maultaschen und sowas. Macht ihr ein paar Zwiebeln da rein? Machen wir mal rein. Also das ist schon so, in Bayern kriegst du dann auch eher bayerische Küche so, aber das mit der Bolognese war echt, am Anfang war noch geil, da hat man noch so ein Spiel daraus gemacht, dass man in jeder Stadt die Bolognese mit der anderen Stadt vergleicht so, aber nach 10 Tagen Tour jeden Tag mittags eine Bolognese ist halt schon irgendwann nervig. Das schaut schon sehr, sehr gut aus. Ich mach mich schon mal an die Wurst, ne? Ja, bitte, weil so ungefähr weiß ich ja, wie man Kartoffelsalat macht. Das sollte ich hinkriegen. Ein sehr guter Freund von uns ist auch gelernter Koch. Und okay. Von dem kriege ich halt immer zu hören, dass ich keine Schneidakkuratness an den Tag lege. Das sehe ich jetzt gerade auch wieder. So, perfekt. Das lassen wir jetzt kurz ein bisschen. Achso, Zwiebel hast du schon. Genau, eine Zwiebel habe ich ja schon gemacht. Ei und Gurke kommt da noch mit rein. Für die dicken Bohnen habe ich mir gedacht, die machen wir auch noch dazu. Dann haben wir eine warme und eine kalte Variante. Und zwar brauchen wir dafür ein bisschen Butter, weil wir machen da quasi eine Bechamel, die ist eigentlich total einfach. Am Ende nimmst du einen Löffel Butter, einen Löffel Mehl, lässt das kurz so ein bisschen verschwitzen und dann entweder mit Brühe oder mit Milch oder was auch immer du hast. Ein Glückchen geht noch. In die Pfanne geben wir etwas Butter und dann kannst du schön ein paar Frikadellen abdrehen und die geben wir dann in die Pfanne. Ich glaube, ich hole mal eine größere Schüssel, ne? Ja, eventuell. So. Dann nehmen wir die, das sieht doch gut aus. Auflaufform, auch gut. Und hier wird auch an Spieltagen gekocht, weil ich kenne nur den Bratwurststand. Das ist tatsächlich einer unserer VIP-Bereiche hier, okay. Den wir umgebaut haben und den wir halt mit der riesen Küche verbunden haben, sodass wir hier zum einen unsere Kochsendung machen können, auch Kochkurse für Firmen und Veranstaltungen und halt am Spieltag ist das ein ganz normaler VIP-Bereich. Dann haben wir hier natürlich etwas Gurkenwasser. Ja. Das darf natürlich nicht fehlen. Nee, das ist richtig, habe ich mich gerade schon gefragt. Ich glaube, er hätte jetzt aber auch tatsächlich anrufen können und fragen, ob wir das Stadion streichen. Ich hätte auch ja gesagt. Ich war jetzt so lange nicht hier, ich bin richtig auf Entzug. Kochen ist schon echt, habe ich hier noch nicht gemacht. Wie hättest du die denn gern? Ist das so, ist das... Das ist eine perfekte Frikadelle. Ja, so, die muss ins Brötchen passen, ne? Also, wir haben die Butter angeschwitzt mit Zwiebeln. Ich habe es mir ein bisschen Mehl abgestäubt. Jetzt haben wir die Milch dazugegeben und die Bohnen. Und das Ganze lassen wir jetzt ein bisschen aufkochen, bis es eine schöne Bindung gibt.
Frikadellen hast du auf jeden Fall schon öfter gemacht. Ich habe letztens sogar erst Frikadellen gemacht. Ja? Rinder geht immer schnell und ist quasi für Blöde. Deshalb machen wir das hier auch gerade. Ich denke da gerade selbst rüber. Ja, hol mal Hackfleisch, da kriegen wir gebacken. Komm, die Jungs kommen vorbei, mach mal irgendwas, was hier. Ja, mach mal was lecker ist, habe ich mir gedacht. Ja, Frikadellen sind klasse. So, hier habe ich ein bisschen Bohnenkraut geschnitten noch. Bohnenkraut natürlich zu den Bohnen. Wenn ihr auf Tour seid, seid ihr eigentlich mit so einem Bus unterwegs? Oder? Ja, genau. So richtig so ein Rockstar-Leben, muss man sich das so vorstellen? Ja, schon. Also das heißt Rockstar-Leben, ne? Wir sind also, ich glaube, für eine Band, die auf Tour geht, sind wir unfassbar entspannt. Ja, eigentlich schon. Also unsere Crew trinkt unten immer Weißwein. Wir sitzen oben und spielen noch ein bisschen Playstation und so, aber viel passiert da nicht. Wie viele Leute seid ihr dann da so unterwegs? Also letztes Mal waren wir mit zwei Bussen unterwegs, weil wir so viele waren. Zwei Lastwagen und zwei Busse. Da waren die Techniker in einem Bus und wir Band in einem Bus. Das war teilweise dann doch eher eskalativ. Gibt es ein Konzert, was euch ganz besonders in Erinnerung geblieben ist, wo ihr sagt, so, boah, das war das absolute Highlight? Bei mir ist es dieses Deichbrand-Festival, wo damals wir sind beim Deichbrand-Festival gebucht worden und der Veranstalter hat uns um 14:30 auf den Twin Rider geschrieben. Und da sind halt eigentlich alle noch am Pennen oder fangen gerade an damit. Als wir auf die Bühne kamen, waren 50.000 Leute da. Und der Veranstalter kam nachher fast mit Tränen in den Augen zu uns und sagte, der hatte um die Uhrzeit noch nie das Festivalgelände so voll. Und das war halt so, da hat man dann gecheckt, so irgendwie hast du da doch schon ein paar Leute mehr erreicht, als du das gedacht hast. Schon ein paar krasse Hurricanes und Southside Festivals und so, da war schon mal richtig was dabei, wo ich von der Bühne kam und dachte, Alter, was ist hier gerade passiert? Ja, klar. Und natürlich auch immer das Juicy Beats Festival, ne? Zu Hause schön, ja, die ganzen Leute, bekannte Freunde da. Was ist euer Lieblingssong? Wir machen jetzt gerade wieder ein Album. Ja. Und da habe ich natürlich wieder Songs, die ich einfach mega geil finde. So. Aber von den Songs, die Leute kennen, ist, glaube ich, mein Lieblingssong momentan Zu Hause. Zu Hause? Zu Hause, ja. Ist momentan so einfach. Ja, da haben uns, glaube ich, beide gegenseitig überrascht, dass das auf einmal sowas gekommen ist. Wir hatten irgendwie in der Quarantänezeit, haben wir so einen ganz schön nachdenklichen gehabt und dann haben wir so einen Song über die Stadt geschrieben, der dann halt wirklich auch gar nicht nach uns klingt. Also ist schon so ein sentimentales Ding. Das ist der erste, wirklich ernste Song, den wir jemals gemacht haben. Ja, ich glaube auch. Der liegt mir sehr am Herzen. Wobei ich auch sagen muss, ich kann immer noch Holland hören. Also das ist so, da haben wir irgendwie eine Nummer gemacht, die immer hörbar ist auf jeden Fall, egal das, wie oft du schon gehört hast. Glaube ich dir, den hören wir auch jedes Mal. Vor allem auch, wenn wir nach Holland fahren. Das ist fast auch so eine Tradition. Ne? Wir haben die Bohnen jetzt hier noch. Da hatte ich ja die Bechamel gemacht, hatte die Bohnen reingetan, habe Bohnenkraut dazugegeben, das Ganze gewürzt mit Salz und ein bisschen Muskat. Und wenn du mir jetzt noch einmal die Pfeffermühle gibst. So, und was ist denn dein Song oder was ist euer Song, wo ihr sagt, den hört ihr total gerne von jemand anderem? Boah, da habe ich tatsächlich jetzt gar nicht so hundertprozentige Favoriten. Ich höre ganz viele alte Sachen, die mich an meinen Vater erinnern und so. Wenn wir eine Show spielen, läuft am Ende immer The Journey von... Nee, Journey. Von Journey läuft Don't Stop Believin'. Genau, von Journey läuft Don't Stop Believin'. Ja, und das ist halt so ein... Die Tracks, die machen immer noch Gänsehaut. Also, der Song begleitet uns auf jeden Fall schon ewig lang. Aber momentan finde ich diesen... wie heißt der? Pilfinger Dansen von... Ich bin voll drauf hängen geblieben. Immer wenn ich ins Auto steige, geht dieser Song an, weil ich den zuletzt bei iTunes gekauft habe. So. Und den finde ich schon ziemlich geil. Aber das ist schon so ein Song, wo ich von sagen würde, das regt mich richtig auf, dass der nicht von mir ist, der Song. Ja, auch das Weihnachtssingen, muss ich sagen, ist ganz krass hängen geblieben, was wir hier hatten, wo wir bei Festivals waren vorhin. Wir haben ja hier beim Weihnachtssingen gespielt. Das war, ja. Und gerade für mich als Dauerkarteninhaber ist es ein krasser Moment gewesen. Ne? Also als ich dann da unten auf einmal dann, ich habe in ihr so halb rausgenommen und habe dann gehört, wie die Fans gejubelt haben und so. Ja, es war schon verrückt. Also das war ein ganz krasser Moment auf jeden Fall. Allgemein habe viele schöne Momente hier im Stadion erlebt auf jeden Fall, die auch gerade als die Musik vernünftig funktioniert hatte, dann immer schöner wurden, weil die Leute halt connected haben und so. Das ist schon alles schön. Die Frikadellen brutzeln richtig vor sich hin und das ist auch genau die Farbe, die man braucht für so eine Frikadelle. Die braucht Röstaromen, die muss knusprig sein, die muss gebraten sein. Ne? Ja, auf jeden Fall. Sonst kannst du ja gleich Königsberger Klopse bestellen. Ja, wir haben gegenüber von so einem Tante-Emma-Laden gewohnt, der hat uns immer Frikadellen angeboten und die sahen halt echt aus wie ein Stück Steinkohle. Und genau so müssen die aussehen, das fand ich immer mega, ne? Der Jansen, überall hat alles gestunken. Da haben wir tatsächlich oft Frikadellen geholt. Jo. Sehr, sehr cool. Meter zur Seite schieben. Danke. Boah, geil, da hab ich jetzt auch richtig Bock drauf. Hat man immer richtig Bock drauf. So, da wollen wir mal schauen, was wir da gezaubert haben, oder? Ja, aber gerne doch. Da haben wir Besteck mitgebracht. Ja, ich bin auf diese Bohnengeschichte hier gespannt. Ja, ich hab so Bock auf die Frikadelle, ne? Ja, die hab ich ja auch gemacht. Als wenn du noch nie was anderes gemacht hättest, ne? Boah, ist echt einfach nur geil, ne?
Das ist der Kartoffelsalat, den die Spieler essen. Ja, sehr, sehr cool, dass ihr hier wart. Vielen, vielen Dank dafür. Das ist eine große Ehre. Ja, auf jeden Fall. Geil. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal. Wir haben noch was. Wir haben noch Geschenke, genau. Also erstmal natürlich hier, damit du auch ordentlich angezogen bist. Ja, wie geil, ey. Und wir wären ja nicht die 257, das wenn wir nicht auch ein Stück Brennholz dabei hätten. Für die nächste Grill-Session oder sowas. Das ist wichtig auf jeden Fall. Also jeder sollte ein Holz haben. Für das Raucharoma. Mega, mega cool. Vielen, vielen Dank dafür. Danke dir für die Einladung, war schön. Und im Sommer grillen wir nochmal zusammen. Mit dem Holz. Wundervoll. Macht's gut. Ciao. Tschüss.